Ja, wir arbeiten in der Radarfernerkundung, was die zurückgestreute Energie angeht, mit der sogenannten Rückstreuintensität oder mit der Amplitude. Die Frage ist jedoch, ja, was ist die Einheit dafür? Ja? Was sind diese Helligkeitsunterschiede? Wie können wir das tatsächlich verstehen? Und was steckt für eine physikalische Berechnung dahinter? Und was das betrifft, gibt es eine ganz einfache Antwort, und zwar ist es die sogenannte Radargleichung. Die Radargleichung hilft uns, die ausgesendete Energie mit der zurückgestreuten Energie in Verbindung zu bringen. Ja, wir haben immer einen Sensor, den ja letzten Endes unsere Ingenieure eigenhändig konstruiert haben, nach entsprechenden Vorgaben, und die Sendeleistung der Energie für diesen Sensor ist bekannt. Und der zweite bekannte oder die zweite bekannte Variable ist letzten Endes die empfangene Energie. Ja, jetzt müssen wir nur noch die gesendete Energie irgendwie mit der empfangenen Energie in Verbindung bringen. Und dafür wird die Radargleichung zu Rate gezogen. Wir haben also den Fall, dass der, ja, Sensor einerseits als Sender und andererseits auch als Empfänger fungieren kann. Und wenn unser Sensor, unsere Radarantenne als Sender fungiert, ist es so, dass im Prinzip eine Front elektromagnetischer Wellen ausgesendet wird, und theoretisch breitet die sich in alle Richtungen aus. Ja, kugelförmig, in jede Richtung gleich schnell. Und wenn wir es nicht mit speziellen Radarantennen zu tun hätten, die gerichtet arbeiten, sogar in jede Richtung gleich stark. Das heißt letzten Endes, die Energiemenge oder die Energiedichte nimmt mit zunehmender Entfernung vom Sensor ab. Und die Stärke dieser Abnahme, der Grad dieser Abnahme lässt sich relativ einfach berechnen. Und zwar wird es anhand der Oberfläche einer Kugel gemacht, die im Prinzip sich berechnen lässt aus 4 mal Pi multipliziert wiederum mal den Radius. Um jetzt die Energiedichte in einem bestimmten Abstand zum Sender berechnen zu können, kann ich mir mit einer relativ einfachen Gleichung helfen, und zwar mit der Gleichung für die Berechnung der Kugeloberfläche. Die ergibt sich aus 4 Pi mal r Quadrat. Ja, r ist der Radius vom Kugelmittelpunkt, in dem Fall unsere Senderantenne, und ja, die Oberfläche der Kugel wäre der Abstand dazu. Wir können das R nochmal unterteilen, weil wir wissen, wir haben eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen der Lichtgeschwindigkeit c. Und die zweite Komponente wäre nichts anderes als die Zeit, also wie lange sich bereits die elektromagnetischen Wellen haben ausbreiten können. Und danach richtet sich der Abstand zwischen Zentrum, sprich Antenne, und Wellenfront. Also wir können im Prinzip diese Gleichung schreiben: 4 Pi, Klammer auf, ct zum Quadrat. Das ist nichts anderes als die Kugeloberfläche. Und jetzt wissen wir, wie viel Energie ausgesandt wurde, und können letzten Endes ein Verhältnis bilden. Und zwar das Verhältnis zwischen der ausgesandten Energie ES geteilt durch diesen Term, durch die Kugeloberfläche 4 Pi, Klammer auf, ct zum Quadrat. Und daraus ergibt sich die Energiemenge an einer bestimmten Position, nennen wir sie Z, die nach einer bestimmten Zeit nach Aussendung des elektromagnetischen Impulses erreicht wird. Ja, wir haben im Prinzip mit diesem ersten Teil schon einen wesentlichen Bestandteil der Radargleichung hergeleitet. Und dieser Bestandteil versetzt uns in die Lage oder gibt uns die Möglichkeit, die gesendete Energie im Verhältnis zu setzen, in das Verhältnis zu setzen zur empfangenen Energie an einem bestimmten Punkt. Und das kann beispielsweise schon ein Punkt auf der Erdoberfläche sein, dass ich hier meine Sendeantenne habe, die die Strahlung aussendet und in einer bestimmten Distanz
R, die sich hier ergibt aus Lichtgeschwindigkeit multipliziert mit Zeit, die Energiemenge EZ berechnen kann. Dafür reicht dieser Term schon aus. Jetzt ist es natürlich so, dass dieser Prozess bzw. der Term noch nicht ausreicht, um zu berechnen, mit welcher Energiemenge ich jetzt am Sensor wieder rechnen kann, weil ich habe diesen Prozess zweimal. Ich sende die Energie aus, es erfolgt die Rückstreuung an einem Objekt auf der Erdoberfläche und von dieser Rückstreuung gerät ein Teil der Energie zurück zum Sensor. Und das ist ja diese Energie, die ich eigentlich messe. Also ist diese Gleichung noch nicht komplett. Ein Teil, den ich auf jeden Fall jetzt schon sagen und erklären muss, ist, dass natürlich eine Radarantenne nicht in alle Richtungen gleich stark abstrahlt, sondern ich versuche, wie bei den meisten Lampen, bei den meisten Reflektorlampen auch, eben wie so eine Art Reflektor zu konstruieren, dass ich meine Radarstrahlung, meine ausgesendete Energie in eine gewisse Richtung fokussieren kann. Und auch das passiert bei einem Radarsensor. Es wäre ja völlig unnütz und Energieverschwendung, wenn ich in alle Richtungen, also quasi auch ins Weltall, die Mikrowellen abgeben würde, sondern man versucht schon, den größten Teil gerichtet abzustrahlen. Das wird dann, wie wir gleich sehen werden, auch in der Radargleichung abgebildet. Ja, wir hatten gerade gesehen auf dem vorherigen Papier, dass wir einerseits berechnen können, die Energiemenge, die in einer bestimmten Entfernung zum Sensor noch gemessen werden kann. Und der Prozess kehrt sich im Prinzip um, weil das Objekt, was jetzt für die Radarrückstreuung sorgt, gleichermaßen auch wieder Energie aussendet, die hier am Sensor registriert wird. Also im Sendefall befindet sich die Antenne im Sendemodus und dann schaltet die um in den Empfangsmodus und empfängt im Prinzip die Energiemenge, die hier am Erdboden generiert wird. Dabei gilt die Gleichung, die wir gerade gesehen haben, wieder gleichermaßen, dass sich die Energiemenge mit zunehmendem Abstand, und zwar wäre jetzt hier der Punkt der erzeugten Energie, mit zunehmendem Abstand zur ausgesandten Energie ebenfalls wieder reduziert. Und zwar wieder zum Quadrat der Lichtgeschwindigkeit multipliziert mit Zeit. Das heißt, wir haben diesen Prozess zweimal. Ja? Wir haben die Ausdehnung als Kugeloberfläche Richtung unserer Objekte auf der Erdoberfläche und zum zweiten Mal zurück zur Antenne. Und beide Male haben wir eben diesen massiven Verlust der Energiedichte. Sprich, wir haben letzten Endes nichts anderes als die Gleichung, die ich hier zunächst angezeichnet habe. Und zwar miteinander multipliziert. Also diese Gleichung 4π, Klammer auf, ct zum Quadrat, gilt noch einmal für den Rückstreufall. Also nochmal 4π, ct zum Quadrat. Letzten Endes können wir also diese Gleichung einmal schreiben und komplett quadrieren. Und daraus ergibt sich letzten Endes, dass wir einen Energiedichteverlust zum Faktor R hoch 4 haben. Das ist also ein massiver Energiedichteverlust. Und das zeigt so ein bisschen auch die technischen Limitationen auf, die ich mit einem Radarsensor habe. Also ich muss auf jeden Fall mit einer gewissen Mindestenergiemenge meine elektromagnetischen Wellen aussenden, um überhaupt noch in der Lage zu sein, am Sensor selber ausreichend Energie zu empfangen, die noch so weit von der Antenne registriert und verstärkt werden kann, dass die Energiemenge überhaupt noch auswertbar ist. Ja, wir haben gerade hergeleitet, dass die Energiemenge in einer bestimmten Entfernung zum Sensor im Verhältnis steht zur ausgesandten Energiemenge geteilt durch die Kugeloberfläche. Und dieser Prozess findet, wie gesagt, zweimal statt. Das heißt, letzten Endes an der Antenne wird empfangen die ausgesendete Energie im Verhältnis zur Kugeloberfläche zum Quadrat. Jetzt hatte ich vorhin schon angedeutet, dass die Radarantennen in der Lage sind, Energie zu bündeln und gebündelt auszusenden. Also ganz analog zu einem Reflektor
im Bereich Licht. Also jeder Autoscheinwerfer beispielsweise wird Licht gebündelt in eine bestimmte Richtung aussenden. Und genau das macht die Antenne auch. Das führt dazu, dass wir in der Radargleichung noch diese Komponente G² haben, was der sogenannte Antenna-Gain ist, also ein Faktor oder eine Variable, die uns das Maß der Bündelung im Prinzip beschreibt. Zweitens sehen wir zur Kugeloberfläche zum Quadrat außerdem noch ein Lambda zum Quadrat. Das Lambda steht für die Wellenlänge, mit der gearbeitet wird. Zudem kommt hinzu ein großes A. Das große A ist nichts anderes als die Fläche, über die ich letzten Endes die Energie integriere. Also nichts anderes, mit einfachen Worten gesagt, die Auflösung oder die Pixelgröße, die Größe der Auflösungszelle in meinem Radardatensatz. Je größer die Auflösungszelle, desto größer logischerweise auch die empfangene Energie. In der Radargleichung versucht man letzten Endes die Radarrückstreuung für die Auflösungszellengröße zu normalisieren. Das heißt, ich kann letzten Endes Rückstreuintensitäten verschiedener Sensoren, auch wenn sie unterschiedliche Auflösungsgrößen haben, miteinander vergleichen. Das ist das große Ziel. Und jetzt haben wir noch eine Variable hier, dieses sogenannte Sigma 0 in der Radargleichung, auf die wir jetzt noch eingehen müssen. Und zwar ist das Sigma 0 ein einheitsloser Faktor. Und dieser Faktor gibt uns letzten Endes an, wie das Verhältnis der zurückgestreuten Energie am Boden zum idealen isotropen Streuer ist. Das klingt ein klein wenig kompliziert, am Ende ist es aber ganz, ganz einfach und das möchte ich jetzt mal skizzieren. Dafür müssen wir zunächst Kenntnis haben, was überhaupt Isotropie oder ein isotroper Streuer ist. Wir haben also wieder unsere Oberfläche, an einem bestimmten Punkt erfolgt die Rückstreuung und bei einem isotropen Streuer ist es so, dass das gesendete Signal in jede Richtung gleich stark zurückgesendet wird. Ja, wir könnten jetzt also hier einen Halbkreis eintragen, der bedeutet, dass tatsächlich die einfallende Energiemenge in jede Richtung gleich stark zurückgestreut wird. Dieser Fall der isotropen Streuung ist eher sehr, sehr selten. Das ist ein Spezialfall, aber er kann auftreten. Das Sigma 0 gibt jetzt Auskunft, wie groß unsere empfangene Energiemenge im Verhältnis zu einer idealisierten Energiemenge für einen isotropen Streuer tatsächlich ist. Wir haben also unsere Energiemenge, die unser Sensor tatsächlich empfängt, das ER, geteilt durch die Energiemenge, die sich ergeben hätte, wenn es sich tatsächlich um einen isotropen Streuer gehandelt hätte. Ja, und aufgrund dieser Tatsache, dass es sich um ein Verhältnis zwischen zwei Energien handelt, ist auch letzten Endes das Sigma 0 einheitslos. Ja, das Verhältnis aus tatsächlich am Sensor empfangener Energie und der Energie, die sich ergeben hätte für den Fall isotroper Rückstreuung, dieses Verhältnis ist letzten Endes unser einheitsloses Sigma 0. Ja, also für den Spezialfall, dass tatsächlich wir isotrope Streuung für unser Objekt hätten, würden wir auf ein Sigma 0 von genau 1 kommen. Der Regelfall ist jedoch, dass der weit größere Teil der einfallenden Energiemenge vom Sensor weggestreut wird und nur ein sehr, sehr kleiner Teil zurück zum Sensor gelangt, was dazu führt, dass unser ER wesentlich kleiner ist als für den Fall der isotropen Rückstreuung. Jedoch gibt es einige Spezialfälle, eben den sogenannten Double Bounce, der dafür sorgt, dass die einfallende Energie sehr effektiv umgelenkt wird und zurück zum Sensor gelangt, was dazu führt, dass das empfangene oder die empfangene Energiemenge
ER deutlich größer sein kann als für den Fall der idealisierten Isotopenrückstreuung. In den allermeisten Fällen wird die empfangene Energie deutlich niedriger sein als die theoretisch zu empfangene Energie für einen isotropischen Rückstreuer. Das heißt, unsere Sigma-Null-Werte liegen ganz häufig unter 1. Ja, somit versetzt uns die Radargleichung in die Lage, die ausgesendete Energie zur empfangenen Energie ins Verhältnis zu setzen und auch erste Rückschlüsse über die Streuvorgänge am Boden zuzulassen.